Hi Leute, ich grüße euch ganz herzlich. Ein neues Video zu Suicide Squad Kill Justice League steht uns bevor und wir werden heute einen Blick in den Shop werfen, den es in-game gibt. Wir werden uns über die Preise unterhalten, was dort angeboten wird und wie viel euch das wirklich in barer Münze kostet, sofern ihr denn auf sowas Kosmetisches Bock habt. Die erste gute Nachricht ist, dass diese sämtlichen Angebote hier wirklich rein kosmetisch sind. Sie bieten keine spielerischen Vorteile, auch keine versteckten Vorteile irgendwie zwischen den Zeilen oder so. Es ist wirklich nur was mit Outfits, damit ihr anders aussehen könnt und euch ein bisschen von anderen vielleicht abhebt, wenn ihr das möchtet. Dann gehen wir zum ersten Mal hier zu diesem Punkt, nämlich hier haben wir die Währung, die ihr für diesen Shop benötigt. 500 kosten 5 Euro. Das können wir uns mal ganz grob merken. Sonst sind die typischen Mechaniken drin. Wenn ihr mehr Geld ausgibt, bekommt ihr einen Bonus von 100. Also bekommt also 100 von diesen Luthor Coins sind es, glaube ich, bekommt ihr mehr. Wenn ihr 20 Euro ausgibt, ne, also Bonus 400. Hier sind die Boni auf jeden Fall vorhanden, dass ihr einfach mehr rausholen könnt. Maximal erstmal 50 Euro zum Kaufen. Wir nehmen es aber mal ganz grob, damit wir es uns merken können. 500 kosten 5 Euro. Ja? Und damit gehen wir jetzt einfach mal in den Shop und gucken, was wir dafür bekommen. Also, hier sind erstmal die Highlights. Das ist jetzt das Harley Quinn Paket. Und dieses Paket kostet uns 1000. Da bin ich jetzt gerade mit meiner Kamera davor, deswegen werde ich die jetzt mal kurzerhand hier rüberziehen, damit ihr das besser seht. Also dieses Paket kostet 1000 von diesen Coins, bedeutet für uns 10 Euro. Wir sagen es ganz grob, einfach mal 10 Euro mit ein bisschen 100 Rabatt oder Bonus, ein bisschen weniger als 10 Euro, aber wir lassen es einfach. Da haben wir dann das hier dabei, wir haben hier das dabei. Und wir haben, ja, hier das im Besitz steht schon dran. Das ist das Outfit, was man auch durch die Deluxe-Edition bekommen kann. Das klassische Paket. Ne? Damit haben wir das mal also für 10 Euro. Dann gibt es aber mehr als das, nämlich ein Upgrade für dieses klassische Paket. Nämlich noch verschiedene Färbungen. Und das haben wir auch schon sehen können im Gameplay-Material vor Release. So sieht es also aus. Und dieses Paket mit diesen ganzen Sachen dabei, also nochmal Farben dabei, kostet 1600, also sozusagen 16 Euro. Ja? Und hier sind es dann 24 Euro. Wir übersetzen das jetzt einfach wirklich so ganz grob, ohne die Boni zu berücksichtigen. Es ist etwas günstiger, aber wie gesagt, 24 Euro sagen wir mal grob. Da ist dann noch was für die Drohne dabei mit diesem Effekt, mit diesem comichaften und noch eine weitere Farbe. Na, und das war's dann, wenn man das Standard nimmt, also 10 Euro für ein Outfit. Und ja, ich weiß nicht, also ich habe jetzt bisher noch nichts gesehen, vielleicht kommt das noch und meine Gedanken hier sind gerade völlig falsch und daneben, aber wenn sonst ein Game rausgekommen ist, hat man Games mit Ingame-Shop meistens gerne zerfleischt und ist damit publik gegangen und ist damit teilweise sogar viral gegangen, wie man über einen Shop abgekotzt hat. Wie viel ein Cosmetic kostet und so weiter, sind Videos steil gegangen ohne Ende. Jetzt momentan sehe ich zu Suicide Squad Kill Justice League nicht besonders viel dazu. Vielleicht, weil jetzt so ein Outfit 10 Euro kostet und das im Vergleich zu vielen anderen Games eigentlich, was Cosmetics angeht, relativ günstig ist. Ich möchte nicht sagen, dass so ein Outfit jetzt, dass es 10 Euro mega billig wäre, aber ich sage, im Vergleich zu vielen anderen Games ist das hier, ja doch, relativ erschwinglich, sagen wir es mal so. Und hier haben wir genau das gleiche, das sind diese klassischen Outfits, die auch bei der Deluxe Edition dabei sind. Hier ist es mit mehr Farbgebungen oder ja, unterschiedlichen Oberflächen. Hier sind noch mal mehr Oberflächen dabei und auch noch so eine Applikation hier am Arm ein bisschen. Und das kann man sich gönnen, wenn man will, ansonsten nicht. Gleiches Prozedere hier bei Deadshot. Und das gleiche hier auch in luxuriös, nochmal mit anderer, ne, Farbgebung. Hier haben wir das Jetpack auch noch ein bisschen verändert. Da hat es dann, glaube ich, auch diesen Effekt, dass es so comichafter, so einen Staub ausstößt oder diesen Rauch ausstößt. Beim Boomer ist es ebenfalls das gleiche. Hier haben wir dann auch diese unterschiedlichen Färbungen wieder. Also genau das gleiche Prozedere, genau der gleiche Preis. Dann kommen wir hier zu einem anderen Paket, nämlich das Fugitive-Paket. Und da haben wir den Deadshot und dieses Paket kostet dann sozusagen 11 Euro. Und wir haben dann hier eine andere Färbung dabei, wie ich sehe. Also das ist einmal in Rot
Das hier ist anderes Oberteil sogar ein bisschen, nicht nur eine andere Färbung. Und das hier ist auch nochmal ein bisschen anders gestaltet. Also können wir fast schon grob sagen, klar, der Helm ist, glaube ich, immer ziemlich gleich. Aber wenigstens die Oberteile unterscheiden sich. Die Hose unterscheidet sich, glaube ich, auch ein bisschen, wenn ich es richtig sehe. Ja, also zumindest wie sie eingefärbt ist, für 11 Euro drei Variationen. Ja? Und man kann die Sachen später ja auch noch einfärben mit den Farben, die man so bekommen hat. Das heißt, sowas kostet hier 11 Euro, wie ihr seht die Varianten jetzt hier selbst in den Bildern angezeigt. Da denke ich, muss ich euch nicht nochmal alles durchgehen. So, dann haben wir hier in diesem Bereich verschiedene Emotes. Diese Emotes kosten so grob 5 Euro oder 4 Euro. Das sind ja ganz nette Sachen, die man vielleicht mal einspielen kann beim Missionsabschluss und so weiter. Es ist ganz lustig, ne, wie ihr seht, hier mit den Ballons. Man sieht es jetzt leider nicht, wie er die Ballons zum Platzen bringt. Aber Dance Moves sind dabei, solche Sachen mit einem Surfboard und was weiß ich alles. Also ganz coole, lustige Sachen, auch mit Sound und mit Animationen. Ganz lustig, auch für 3 Euro hier an der Stelle, wenn man es denn möchte, wenn man es hat und wenn man es braucht, dann kann man sich das gönnen. Und das war's eigentlich schon. Wir sind durch mit dem schlimmen Shop und den schlimmen Cosmetics. Wenn man sich die gönnen mag, kann man es tun. 10, 11 Euro für ein Outfit pro Held. Und finde ich jetzt, wie gesagt, im Vergleich kann man jetzt nicht großartig meckern. Gibt es schlimmere Sachen? Sind viele Leute schon viel Schlimmeres gewohnt? Teilweise doppelte Preise oder sogar mehr als doppelt so viel für ein kosmetisches Outfit. Also hier wirklich alles in Ordnung, finde ich. Und da es wirklich nur ein kosmetisches, kann das auch jeder skippen, der da keinen Bock drauf hat. Denn kostenlose Cosmetics gibt es ebenfalls durch die Riddler Achievements, die man bekommen kann. In-game einfach nur durchs Zocken oder durch den Story-Fortschritt kann man kostenlose Cosmetics bekommen. Gibt viele Wege, an Cosmetics zu gelangen, auch über Twitch. Wenn ihr da zuguckt und Drops abholen wollt, bei mir gibt es die auch. Dann könnt ihr euch eure Charaktere auch so ein bisschen ausschmücken und müsst überhaupt kein Geld ausgeben. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich heute. Bin gespannt, wie die Reaktionen sind zum Shop. Was denkt ihr darüber? Vor allem auch im Vergleich zu anderen Games vielleicht. Auch Vollpreis-Games, die rausgekommen sind in den letzten Jahren. Ich bin gespannt und danke euch natürlich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Video, Leute. Macht's gut und tschüss.